willkommen hier zur nächsten Faction United Bundesliga Orakel Konferenz hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum 10. Bundesliga Spieltag. Und ihr seht es, unter mir sind wieder die neuen Partien eingeblendet. Ich finde es geiler so, weil ich habe sowieso noch nicht alle Logokarten, deswegen kann ich die Logos nicht hinpacken. Aber ich finde es einfach geiler, als man hat einfach einen schnelleren Gesamtüberblick über die ganzen Ergebnisse. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil so. Man sieht hier die Torschützen, man sieht auch direkt die Torschützen auf einen Blick. Genau, deswegen werden wir das erstmal so weitermachen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr direkt am Anfang des Videos einen Daumen nach oben da lasst. Die Orakelkonferenz ist back. Jeden Freitag um 15.30 Uhr. Jeden Freitag 15.30 Uhr gibt es die Orakelkonferenz. Und natürlich gibt es an diesem Wochenende auch wieder Einzelpartien. Ich denke sogar zwei am Samstag. Also eine auf jeden Fall am Samstag. Und die andere müssen wir mal gucken, welche Partie ich mir da noch rauspicke. Auf jeden Fall zwei Einzelpartien wird es an diesem Wochenende dann auch noch geben. Und ihr seht die Partien. Wir starten rein in den Freitag. Wir starten heute rein in den Freitag mit Darmstadt gegen Bochum. Ist für mich so ein klassisches 1-1-Spiel. Dann haben wir, starten wir den Bundesliga-Samstag mit Union gegen Frankfurt. Union gegen Frankfurt schwer zu tippen. Könnte eine richtig geile Partie werden. Könnte so ein 3-2-Ding werden. Könnte aber auch so ein 1-3-Ding werden. Union ist jetzt nicht so. Ich glaube, 8 Spiele zufolge verloren. Also schon hart für die letzten Jahre der Union, sage ich mal. Also wenn man die letzten Jahre der Union ja betrachtet, glaube, hatte man nie so viele Niederlagen in Folge hintereinander. Dann hat man Freiburg gegen Gladbach auch eine geile Partie. Könnte auch so ein richtig enges, ekelhaftes Ding werden, so ein 2-1 Freiburg. Mainz-Leipzig sollte eine eindeutige Sache werden. Das wird ein 0-1, 0-2, 0-3 Leipzig, irgendwie sowas. Also 0-2 mindestens. Köln-Augsburg, boah. 1-2 Augsburg, es tut mir leid für Köln. Eigentlich bin ich meistens in der Regel für Köln, aber Köln halt derzeit auch nicht so geil drauf. Deswegen 1-2 Augsburg. Hoffenheim, Leverkusen. Puh. Ja, Leverkusen macht's. Leverkusen macht's. Dortmund-Bayern, Leute. Der deutsche El Clasico. Der Klassiker. Dortmund-Bayern. Ich sag, das wird ein 2-3-Ding für die Bayern. 2-3 für die Bayern. Dann hat man Sonntag noch. Wolfsburg-Bremen. Sage ich 2-1 Wolfsburg. Und Heidenheim-Stuttgart sage ich sogar 2-1 Heidenheim, Leute. Ich sag 2-1 Heidenheim. Und wir gehen rein in die Orakelkonferenz. Zwei Päckchen insgesamt. Und mal gucken, ja, was das Orakel hier so aussagt. Wir starten mit Kaiserslautern. Mit denen können wir hier erstmal nichts anfangen. Und der erste Torschütze ist natürlich jetzt bitter. Natürlich bin ich hier direkt am Start. Dortmund gegen die Bayern. Und es ist das 0-1 für den FC Bayern München. Benjamin Pavard. Dann haben wir Tor in Freiburg. Tor in Freiburg. 1-0. Der SC Freiburg führt. Philipp Lienert nach einer Ecke nickt das Ding ein gegen Borussia Mönchengladbach. Tor in Freiburg. Tor in Freiburg. Es geht weiter. Die Gladbacher mit Rocco Franz. Ja, nicht lang schnacken. Direkt die Antwort hinterher. Rocco Reitz 1-1 gegen Freiburg. Tor in Berlin. Und ich glaube, sein erstes Saisontor somit. Sein erstes Saisontor, Kevin Volland. Geiler Transfer eigentlich an sich. Noch nicht gezündet. Auf jeden Fall jetzt das 1-0 gegen Frankfurt. Dann haben wir Dominik Kohr. Das ist das Tor in Mainz. Tor in Mainz gegen RB Leipzig. Das ist hart. Dominik Kohr 1-0 für die Mainzer. Dann haben wir Patrick Pfeiffer. Patrick Pfeiffer Augsburg. Tor in Köln. Tor in Köln 0-1 Augsburg. Tor ist Sitzer. Tor in Sitzer. Robert Andel mit dem 0-1 für Bayern 04. Leverkusen. Die Antwort kommt. David Raum, RB Leipzig. Somit das 1-1 gegen die Mainzer. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir wieder in den Platz.
Noch gar nicht. Es ist Silas, VfB Stuttgart. Und das ist das Tor in Heidenheim. Tor in Heidenheim. Silas, Kartompa im Bumper. Stuttgart geht in Führung. Osnabrück macht kein durch. Aber Lukas Metscher, VfB Wolfsburg, Tor in Wolfsburg. Oder Tore in Wolfsburg, besser gesagt. Nämlich zwei Stück direkt. Nämlich, es ist eine Powercard, es ist ein Starspiel, es ist ein Doppel, 2 zu 0. Wolfsburg, 2 zu 0, Wolfsburg, das sind die Torschützen. Und wir haben natürlich noch ein Pack Nummer 2, das Pack Nummer 2 für, ja, ganz klar, für die zweite Halbzeit. Für die zweite Halbzeit. Wir machen es so rum und starten dann hier mit dem Derby-Style-Ball. Damit können wir nichts anfangen, Kräuter führt leider auch nicht. In Darmstadt, es ist Fabian Holland und das ist das Tor in Darmstadt für Darmstadt, 1-0 gegen Bochum. Holstein Kiel können wir nichts mit anfangen. Anthony Kaki, Mainz 05, die Mainzer gehen wieder in Führung gegen RB Leipzig. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Yusufa Moukoko, Bing Bong, Tor in Dortmund. Tor in Dortmund, jetzt gibt es hier Schlag auf Schlag. Yusufa Moukoko, 1-1, Ausgleichstreffer gegen die Bayern. Benedikt Gimba, auch Ausgleichstreffer. Was ist denn jetzt hier mit Innenchen los? Benedikt Gimba mit dem 1-1 gegen Stuttgart. Tor in Köln, 1-1. Tor in Köln, Davy Fußballgott Selke. Davy Fußballgott Selke mit dem 1-1. Marillion Pacho, Pacho, Frankfurt erzielt das 1-1 gegen Union, Leute. Es ist heute ein 1-1-Orakel hier, glaube ich. 1-1 und es geht weiter mit Florian Kainz. Ich fasse es nicht. Doppelpack, Tor in Köln. 3-1 Köln. 3-1 für die Kölner. Makoto Hasebe Doppelpack. Makoto Hasebe Doppelpack. 1-3. Eintracht Frankfurt. Und die letzte Karte kommt von Jorge Sanchez. Es ist Borussia Mönchengladbach. Doppelpack, Tor in Freiburg. Oder Tore in Freiburg. Das war's. Keine Partie torlos. Keine Partie torlos. 1-0 gewinnt Darmstadt gegen Bochum. Union verliert zu Hause 1-3 gegen Frankfurt. Freiburg verliert zu Hause 1-3 gegen Gladbach. Mainz gewinnt und schlägt Leipzig mit 2-1. Köln gewinnt 3-1. Leverkusen gewinnt 0-1. Die Bayern trennen sich gegen Dortmund im Signal Iduna Park mit einem 1-1. Wolfsburg gewinnt 2-0. Und Heidenheim gegen Stuttgart 1-1. Das soll es gewesen sein mit der Orakelkonferenz. Jeden Freitag 15:30 hier auf Pakes United. Es gibt natürlich an diesem Wochenende auch Einzelpartie-Orakel-Videos. Und genau, ich bin heute Abend auch live auf Twitch im Pakes United Box Break. Pakes United 96 live auf Twitch ab 18:30 Uhr. Schaut gern vorbei. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.